Als mittleres von fünf Kindern verlief ihre Kindheit leider nicht ausgesprochen glücklich. Als das Ende des Zweiten Weltkrieges bevorstand und sie das Bombardement von Würzburg von ihrem Heimatort Beckstein aus mit ansehen musste und selbst beim Arbeiten auf dem Feld zusammen mit ihrer Schwester von Tieffliegern beschossen wurde, waren das für Paula traumatische Erlebnisse, die sie ihr ganzes Leben verfolgte und von denen sie oft erzählte. Bestimmt musste sie sich in all den Jahren beim Erzählen und Erinnern oft die Tränen verkneifen. Ein Ort zum Innehalten und zum ungestörten Gedenken.